Hallihallo, meine lieben Leute. Wir sind zurück bei Let's Play World of Warcraft. Wir sind vor dieser Höhle stehen geblieben, wo der kleine Boss Normantis auf uns wartet, beziehungsweise auf uns gewartet hat. Den haben wir ja schon besiegt. Das war ja eine World Quest vor einiger Zeit. Schauen wir mal, was World Quest technisch im Moment hier für uns so anliegt. Hier haben wir zum Beispiel ein 845er Schmuckstück. Was ziemlich nice wäre. Und dafür müssten wir zum Hochberg. Und da kommen wir leider nicht hin. Ja, einfach mal wieder typisch. Was ist in Valshara? Ein 840er Brust. Oh, hier. Auch ein 8. Oh, das ist ja direkt hier. Mana-Säbel. Nur ein Mana-Säbler reiten? Das ist ja mal ein Deal, auf den ich gerne eingehe. Selten, dass man solche einfachen Quests machen muss und dann doch so eine gute Belohnung bekommt. Ich weiß allerdings gerade nicht genau. Oh mein Gott. Ich wusste gerade nicht genau, in welche Richtung ich muss. Ich weiß nur, wenn ich mich zu oft nach rechts oder links bewege, dann werde ich halt immer langsamer. Am besten einfach immer nur geradeaus laufen. Jetzt habe ich mich nämlich schon zu oft bewegt. Immer nur so ganz kleine Bewegungen machen. Oh, das hat gekostet, glaube ich. Jetzt werde ich langsam. 54, 53. Und das wird mich jetzt komplett auf den Boden der Tatsachen bringen. Aber ich bin ja so gut wie fertig. Also von daher macht das jetzt nicht so viel aus. Eins braucht. Nee, das war's schon. 860. Ja, also wenn sich das nicht gelohnt hat, dann weiß ich selber nicht. Ja, und da sind wir auch schon bei 849 Item Level. Nice. Nice, nice, nice. Sehr schön. So, was haben wir denn hier noch? 4 Weltquests in Asuna abschließen. Hochberg und Wächterquests. So, dann schauen wir doch erstmal jetzt hier, ob wir hier Wächterquests haben. Traumweber. 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 Das sind alles nur Traumweber-Quests. Keine Wächterquests. Das heißt, ich kann jetzt hier eigentlich direkt rüber nach Asuna und in der Hoffnung, dass ich hier irgendwie die Geschichten verbinden kann. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Das ist Wächterquest, siehst du mal. Und hier haben wir sogar, wenn sich die aufwerten, sogar eine Chance, dass wir bessere Gloves bekommen. Das wäre natürlich auch klasse. Dafür muss ich jetzt natürlich irgendwie erstmal dahin kommen. Gerade immer der Süden von Asuna ist immer sehr bergig hier. Also da ist es oft gar nicht so leicht, einen ja offiziellen, in Anführungszeichen offiziellen Pfad zu finden, dem man folgen kann. Ja, hier sollte irgendwo ein Leystein vorkommen sein und es ist auch hier. Wie gesagt, es ist eigentlich relativ wichtig, dass ich die auch noch mitnehme. Ich vergesse das zwar immer, aber eigentlich muss ich das machen, weil ich halt noch nicht bei meinem Berufsmaximum angekommen bin. Ja, ich bin immer noch bei 240 jetzt, gerade geworden, von 800. Und das bedeutet eigentlich, dass ich mindestens noch 560 von den Minen einsammeln muss,
wenn ich auf 800 kommen will. Vorausgesetzt natürlich, jede Mine bringt mir auch einen Skillpunkt. Das mag vielleicht am Anfang noch so sein, aber später kann ich mir gut vorstellen, dass man dann, so wie das früher auch immer typisch war, als das Ganze noch nicht so vereinfacht wurde wie hier, als man zum Beispiel noch auf eine Mine mehrmals hacken musste, nicht nur einmal und dann den kompletten Ertrag bekommen hat, dass es dann am Ende doch noch ein bisschen länger dauert, ja, dass man dann teilweise sogar so 10 Minen abhacken muss, damit man noch einen Skillpunkt bekommt. Ob das tatsächlich so ist, weiß ich natürlich nicht, das ist eine reine Mutmaßung. Ich könnte es mir aber halt gut vorstellen. Beziehungsweise ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt einfach nur noch straight 560 Minen looten müssen, ja. So, was sollen wir hier eigentlich machen? Ach, wieder die Blutstarrer Falkosaurier, ja. Auch ein schöner Name. Hütet euch vor den Krallen dieser Flugbestien. Diese Vögel sind ziemlich wild. Okay, da gibt's sogar eine Gruppe. Ich würde es ja sehr schön finden, wenn ich jetzt auch eine Gruppe finden würde. Die hier zum Beispiel. Oder die hier. Ist mir eigentlich scheißegal, welche Gruppe. Warum nehmen die mich nicht an? What the fuck ist denn mit denen los? Abgelehnt. Ernsthaft? Zu niedrig das Item-Level oder was? Okay, jetzt habe ich halt despawn hier, wegen Phasing. Manchmal verstehe ich die Leute nicht, also... Gerade bei solchen Sachen, da kannst du doch echt nicht sagen, wir nehmen nur Leute mit Raid Gear. Das ist so ein Schwachsinn. Das geht hier so schnell. Mit 5 Mann bist du innerhalb von einer Minute durch. Wir haben unseren Daten. Wir werden ihre Population im Auge behalten. 855 ist schon wieder aufgewertet. Ich glaube, ich drehe im Dreieck, ey. Unfassbar. Habe ich ein Schwein im Moment? Richtig nice. Damit haben wir jetzt eine Gegenstandsstufe von 850,1. 850,1. Das muss ich mir auf der Zunge zergehen lassen. Heftig. So, hier haben wir auch was Schönes. 840. Ist das eine Wächterquest? Nein, Farondis. Nichtsdestotrotz will ich es, glaube ich, versuchen. Wenn ich im Moment anscheinend so ein Glücksschwein bin. Dass ich anscheinend alle meine Items, die ich hier bekomme, bei den Weltquests aufwerten, dann würde ich das mir doch mit Sicherheit auch mal kurz nochmal angucken. Ich bin ganz Ohr. Oh, der Schwefel, auch mega interessant. Dann mache ich die auf jeden Fall auch nochmal. Was ist denn das? Eine Wächterquest? Nee, ist keine Wächterquest. So, was haben wir denn hier noch? Das ist Farondis. Das ist Wächter. Die Höllenbestienfürst. Okay, Gott sei Dank nicht dieser andere Dödel, der da oben auf der Plattform schwimmt. Hier haben wir noch den Teufelsbalk. Auch das wäre interessant. Das Kirin-Tor. Farondis. Kirin-Tor. Das ist auch ein Frostartefakt, ne?
Ja, ich fürchte. Oh, da ist er sogar schon. Na, will er sich nochmal bewegen? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte noch Frost, den Frost-Slow. Dann wäre das schon ziemlich nice. So. Hier ist jetzt die Quest mit dem Schmuckstück, dem anderen Äquivalenten, das ich noch habe. Das hat zwar auch 840. Das heißt, es ist an sich jetzt erstmal keine hundertprozentige Verbesserung, aber wenn sich das Ding wieder aufwertet, vielleicht auf 850? Auf 860? Who knows? Dann haben wir da plötzlich auch wieder eine phänomenale Verbesserung. Und das wäre es mir doch einfach mal wert, das herauszufinden. Vor allen Dingen, weil ich ja sowieso hier 4 Weltquests abschließen muss. Ja, 4 beliebige. Das von da bringt es mir sowieso was, was ich hier mache. Wollte mich gerade angreifen, der Penner? War das nicht gerade ein Rogue? Oder war das dieser ewige Wächter, den ich gesehen habe? Die uralten Ländereien von Lothian wurden schon vor langer Zeit verlassen. Jetzt wird das Land unserer Ahnen von Wildtieren überrannt. Ich kann es nicht ertragen, es in diesem Zustand zu sehen. Bitte bringt das wieder in Ordnung. Was sollen wir denn hier machen? Oh, der Kirschnatt sie, der Kirschnatt die der Penner. What the fuck? Nicht mit mir, mein Freund. Oh Gott, hier ist ja nichts los. Du hast kein Glück, wenn du mir hier folgst, mein Freund. Such dir einen eigenen Weg. Ah, guck mal einer an. Jetzt haben wir plötzlich hier viele Leute drin. Das jetzt warum? What the fuck? Der steht vor mir und das funktioniert trotzdem nicht. Ich bin gleich sowieso durch. Den Rudelführer haben wir jetzt auch schon gleich. Den auf jeden Fall angegriffen. Wenn der tot ist, müsste ich auf jeden Fall was davon bekommen. So, einer fehlt mir noch. Ist es aufgewertet? 8,50. Ich glaube, ich springe. Das ist doch nicht wahr. Wieso werten sich diese Dinger denn alle im Moment auf? Heftig. Jetzt bin ich durch.
Das ist Frost, das brauche ich nicht. Verrundetes Hofstab. Ja, ist ja gut. Greif mich an, weil es dir so viel Spaß macht. Ich die Map studiere, möchte ich dabei nicht noch von irgendwelchen Kreaturen hier angegriffen werden. Liebe Leute, ich mache hier an dieser Stelle einen kurzen Cut. Wir hören uns morgen in alter Frische wieder und dann machen wir hier weiter. Macht's gut, bis dahin. Ciao.